So, und nochmal. Alice ist aber auch nicht zimperlich. Ah, wir sind gleich da. Ja, ja, klar, es ist zwecklos weiterzugehen. Ich will nur reden. Ich bin ja nur 30 Meter groß. Ist doch nix. Hat die Königin etwa Angst? Au, na, das war doof. Machen wir erstmal den Turm kaputt. Ja, okay, doch. Sie können mich zumindest aufhalten. Zack. So, nein. Okay, das macht wenigstens kaum Schaden. Und raus damit. So, das dürfte es gewesen sein. die hat es aber auch nicht gerade gut. Wird erst von mir getötet. Und dann, ja, komme ich nochmal an und vernichte alles. Ich sag bewusst getötet, weil eigentlich war es so. Oh. Nicht nett. Das Herzauge. Was trinkt mich? Stand das da? Ich glaube schon. Ja gut, nochmal rübergehen. Sonst wäre er eingeschlossen. Schöne Sache. Kätzchen? Einst bestandest du aus zwei Teilen derselben Seele. Wohin hat dich das gebracht? Ziemlich nah an die Herzkönigin ran. Ja, eklig. Gut, hier haben wir noch eine Erinnerung. Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Aal aus der Isis. Und erst der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss ich seine Abendvisite noch sehr verbessern. So, 10 von 11, 15 von 17, 2 von 4. Ja, ich denke, wir sind sehr nah am Ende. Rein ins Vergnügen. Nein! Ah. Ah, ist das eklig. Zunge, Blut, Schlecker, schleimig. Garantiert nicht vitaminreich. Zick. Was für ein Herz. Ist das kaputt machen? Ich schau mich erstmal um. Ja, das müssen wir wohl kaputt machen. Na gut, gehen wir erstmal hier rein. Ich muss sagen, sowas habe ich mir eigentlich für das Ende vorgestellt. Oh, das ist ein Raum. Schön. Haben wir ja 3 von 4. Sowas in der Art hätte ich mir wirklich fürs Ende vorgestellt. Naja. Na gucken, was am Ende kommt. Oh. Ah, ich darf groß spielen. Oh, ist schön. Zack. Zack. So, dann da hinten noch. Bis jetzt habe ich hier noch keine Kanone gesehen. Das ist ganz gut. Zack. Und nochmal. Ah, da hinten ist der Tentakel. Sehr gut. Riesen Alice. Macht, was sie will. Auch wie sie läuft, so. Mit weiter Faust. Okay, gut, auf zum nächsten.
und wieder kaputt machen. Gut, die machen mir doch Schaden. War vorhin irgendwie nicht so ganz so. Oh, ich muss das Ding mal kaputt machen, sonst kommen da zu viele raus. Ich glaube, das ist ungesund, wenn es dann zu viele hier wären. Zack. Okay, ich hätte es eh kaputt machen müssen. Au! Gut, jetzt habe ich den Turm auch gesehen. So. Hey, dann können wir ja schon eine Blume mehr bekommen. Das ist toll. Gut, zum Turm, würde ich mal sagen. Und ich kann, glaube ich, die Teekanne wieder upgraden. Die sich ja doch irgendwie als sinnvoll herausgestellt hat. Ich gehe bewusst jetzt mal ein bisschen links, dass das Ding schießen kann. Na, schieß. Nicht haken. Ist das zur Hölle? Ich mache mal kurz Pause. Warum das denn jetzt? Jetzt sind wir wieder bei 30 FPS. Kurz eingebrochen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ein Problem, irgendwie die Karten oder den Hintergrund gut darzustellen. Naja. Gut. Turm kaputt. Exzellent. Ich sag's nochmal, das ist nur wegen dem Aufnehmen so, ansonsten wäre das nicht so. Mein PC ist gut genug. So. Blümchen. Sehr schön. Ich kann wahrscheinlich schon eins mehr haben, aber. Hey, fürs erste Mal durchspielen, denke ich mal, bin ich ganz gut. Gut, machen wir den Raum auch. So, jetzt schaue ich doch mal, kann ich den Teepot upgraden? Ja, kann ich. Die Teekanone natürlich. Okay, Silber und Lila. Einmal noch, ein Upgrade noch. Das schaffen wir doch bestimmt. Ekelzeug, überall. So. Na. Ja, hier sieht komisch aus. Naja, ich guck mal ganz, ganz kurz nach, wie viel Speicherplatz ich noch habe. Nicht, dass ich irgendwie, dass sich was abschneidet oder sowas. Wir sehen uns gleich wieder hier. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. War noch genug Speicherplatz da. Aber man muss ja aufpassen, nicht, dass so anderthalb Stunde oder ich glaube es waren 1 Stunde 40 einfach so verschwinden. Das wäre sehr schade. So. Oh. Ein ganz großes Pfeffermühlen-Symbol in die Richtung. Ich denke mal, dass hier rein in die Brühe soll ich nicht. Da. Da haben wir das Herz. Fungiert ja quasi als neuer Schalter. Ich denke nicht, dass der Königin das gefällt. Da war ich ein bisschen voreilig. Gut. Zack. So, viel besser. So, da ist das Herz. Wahrscheinlich ist hier so viel darzustellen. Bei dem ganzen Schleim und so, dass es alles ein bisschen mehr braucht als normal. Gut, kann ich verstehen. Ja. Und dann hier noch das hier. Die sind aber sehr fragil, die Herzen. Ja. Sollte man vielleicht etwas stabiler bauen. Ach, hier kein Schleim. Mehr nicht? Na gut. Hier ist noch ein Schlüsselloch, das hat man echt gut gesehen. Okay. Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben. Die schmerzhaften sollten wir auslöschen. Mhm. So, nur um mal das Verhältnis klar zu machen. Ah, hier sieht man auch
da ist die Erinnerung. Ich habe jetzt knappe 2 Stunden aufgenommen, also Audio und Video, und etwas über 200 GB sind dabei rumgekommen, also ist schon eine Menge. So. Dann kann man vielleicht auch besser verstehen, warum der Computer manchmal Probleme hat. Kann ich hier entschweigen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist mehr so das schmatzende Geräusch von dem Gebiet hier. Oh ne, hier komme ich nur als kleine Alice durch. Gibt es hier noch ein Herz? Wahrscheinlich hier unten, ja, da. Noch ein Schweinchen vielleicht? Nö. Aber ich würde so gerne noch das letzte finden, dann hätte ich mal alle in einem Kapitel. Wieder die Viecher. Ich denke mal, eins habe ich schon übersehen irgendwo. Ja, denke schon. Da haben wir doch jemanden. Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest, nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Rudas vor? Das bezweifle ich. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben, aber mit dir ist es aus. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das Fazit. Der Zug versucht alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahnsinn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Und ich habe ihn aufs Gleis gesetzt, ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Ich habe meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig. Nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr dazu. Dein Blick verdeckt deine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich suchst, kann man nicht aus, weil du die Augen von dem verschließt, was dich umgibt. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen, oder man muss sie stürzen. Hart aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Hutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Also im letzten Teil sah die Königin etwas hässlicher aus. Das kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Was? Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zusammen. In der Tat, Doktor, das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist sehr heiß hier drin.
Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert. Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz. Was zur Hölle? Das wird ja immer schlimmer. Ja. Wer hatte mal gesagt, das Spiel ist nicht krank genug? Gut. Ich denke mal, Kapitel 5 sind wir jetzt, ja. Kapitel 5. Gut, das spare ich mir fürs nächste Mal auf. Wenn das kein grausames Abschiedsbild ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.